Gemeinschaft, Gott. Wir sagen Danke. In diesem Moment, unsere Herzen sind bereit, von deinem Wort zu hören. Diese heilige Essen, diese heißliche Essen, was wir brauchen, Herr. Danke, Jesus, weil wir können hier über dich hören, über dich lernen und das in unsere Tagen machen. Jeden Tag, dass wir können machen, wir sagen Danke, Herr. Ich lade unseren Pastor Stefan. Er hat diese Responsabilität vom Weiten, das Gottes Wort uns gebe. Halleluja, Vater, danke für unseren Pastor. Benutzt er, Heiliger Geist, in diesem Moment. Er spricht unsere Leben durch er. In Jesus Namen, wir sagen Danke. Danke, Herr, weil du hier bist. Halleluja. Halleluja. Danke, mein Schatz. Danke für die tolle Anbetung, Herr. Danke, Herr, dass du heute da bist. Danke, Vater, dass du so groß bist. So wie das Lied sagt, du bist so groß. Wir können deine Größe nicht in Worte fassen, nicht abmessen. Denn Gott ist größer als alles andere. Er ist der Größte. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Wort. Wir schlagen Hiob Kapitel 35 auf. Hiob 35. Ja, Vater, ich danke dir für das heutige Wort, das du uns bereitet hast. Herr, danke, dass du da bist, dass du uns führst, dass du sprichst. Wir geben dir die Ehre, Heiliger Geist, Vater und Sohn. Vater, wir geben dir alle Ehre an diesem Tag. Wir kommen vor dir mit einem offenen Herzen und Ohren, um mehr von dir zu erfahren. Heiliger Geist, übernimm die Kontrolle über unsere Gedanken, über unsere Worte, über unser Leben und führ uns in Jesu Namen. Amen. Und Elio sprach weiter und sagte: Achtest du das für recht, wenn du sagst, ich bin gerechter als Gott? Du sagst, wer gilt etwas bei dir? Was nützt es mir, wenn ich nicht sündige? Ich will dir antworten und deinen Freunden mit dir. Wir haben nun den Hiob sitzen mit seinen Freunden und jetzt spricht Elio, der Jüngste, der Jüngste an der Reihe, auch der Letzte in diesem Austausch der Argumente. Und ich glaube, er hat auch die weisesten Worte von allen. Denn auf der einen Seite haben wir Hiob, der vielleicht etwas arrogant sagt, er ist gerecht. Er ist sein ganzes Leben gerecht vor Gott gewandelt. Auf der anderen Seite haben wir die Arroganz der Freunde, die sagen, du Hiob bist ein Sünder und deshalb passiert dir alles. Und der Elius hat gewartet, bis alle ausgeredet haben. Er hat sich Hiobs Verteidigungsreden, Auslegungen angehört. Er hat auch die anderen Freunde, die älter waren als er, zugehört, bis sie nichts mehr gesagt haben. Bis alle fertig geredet haben und dann kommt Elio und sagt, ich habe gewartet, weil ich der Jüngste bin, bis ihr alle ausgesprochen habt und jetzt spreche ich von mir aus, von meinem Geist aus. Und er hat eines gesagt, zum Beispiel im 34er, es sei fern, 34,10, dass Gott gottlos handeln sollte und der Allmächtige ungerecht.
sondern er vergilt den Menschen, wie er es verdient hat, und trifft jeden nach seinem Tun. Ohne Zweifel, Gott verdammt niemanden zu Unrecht und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Das war ein Statement von Elio, um zu sagen, Gott ist immer Gott und Gott handelt immer wie ein Gott. Er handelt nicht wie Menschen. Er verbiegt das Recht nicht und er gibt denen, die es verdienen, das Recht, aber auch das Unrecht. Gott ist Gott. Und es gefällt mir an diesem Elio so gut, dass er vielleicht, weil auf der einen Seite sagt man, je älter ein Mensch wird oder ist, umso weiser ist er, umso mehr Wissen hat er, umso mehr Weisheit sollte er besitzen. Das Wort sagt zu Recht, dass die grauen oder die weißen Haare die Krone der Weisheit sind. Aber das trifft nicht bei jedem Menschen zu. Nicht jeder Mensch hat die Weisheit. Aber wir können Gott darum bitten, um Weisheit. Wir haben das vor kurzem ja sehr gut wiedergegeben in der Predigt. Wir gehen nun zurück zum ersten der Aussagen hier, sagt, ich bin gerechter als Gott. Kein Mensch kann gerechter sein als Gott. Und wenn du noch so gerecht lebst, ich glaube, die Gerechtigkeit selbst ist in Gott. Er sagt als nächstes, blicke zum Himmel auf und sieh. Blicke hinauf zum Himmel, schau hinauf. Dort, wo du jetzt da bist, vielleicht kannst du hinaufschauen zum Himmel und schau die Wolken an, die höher sind als du. Wenn du sündigst, was kannst du ihm schaden? Und wenn deine Schuld auch groß ist, was kannst du ihm tun? Egal, ob du sündig oder nicht sündigst, was kannst du Gott tun? Das ist die heutige Frage. Und wenn du gerecht bist, was kannst du ihm geben? Oder was wird er von deinen Händen nehmen? Einem Menschen, wie du selbst bist, mag deine Bosheit wohl schaden. Und einem Menschenkind nützt deine Gerechtigkeit. Man schreit, dass viel Gewalt geschieht und klagt laut über den Arm der Großen. Im Vers 9, glaube ich, das spricht jetzt da in die Welt hinein. Die Menschen klagen, wenn viel Gewalt geschieht. Sie klagen über die Großen, die sie unterdrücken, die Großen, die sie ausrauben, die Großen, die sie ausbeuten. Der Mensch fängt zu klagen an, wenn er in Bedrängnis ist. Der Mensch fängt zum Klagen an, wenn er in Bedrängnis ist. Wenn es schlecht geht, wenn in deinem Leben die Dinge nicht so geschehen, dann vielleicht suchst du Gott. Dann vielleicht fangen die Menschen an, Gott zu suchen. Nicht, wenn es ihnen gut geht, wenn sie Genüge haben, nein, sondern dann, wenn sie wenig haben. Aber, und jetzt kommt der Kontrast zu dieser Aussage, man fragt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Loblieder gibt in der Nacht. In anderen Worten, wenn es dir gut geht, preist du den Herrn? Wir Christen haben das als Lebensstil. Egal, ob es uns gut geht oder schlecht geht, wir preisen den Herrn. Aber was ist mit den Menschen draußen, denen es gut geht? Die Genüge haben, die ein tolles Leben leben.
preisen Sie Gott dafür, geben Sie Gott dafür die Ehre, oder vertrauen Sie auf Ihr eigenes Ich, vertrauen Sie auf Ihre Finanzen, auf Ihr Erbe, auf Ihre Güter, auf das Materielle. Wo ist der Lobpreis von denen, denen es gut geht? Geben Sie den Herrn den Lobpreis? Im Vers 11 haben wir die Aussage, der uns mehr belehrt als das Vieh auf Erden und weiser als die Vögel unter dem Himmel. Gott hat uns in der Schöpfung über die Tiere gesetzt. Er hat uns Weisheit gegeben. Er hat uns Sprachen gegeben. Die Tiere können nicht reden. Sie können vielleicht Töne imitieren. Sie haben vielleicht sogar ihre eigene Sprache. Sie verstehen sich auf irgendeine Art und Weise. Aber dem Mensch ist es gegeben, verschiedene Sprachen zu lernen, die Mathematik zu verstehen, Physik zu verstehen. Wir haben Weisheit. Wir können Dinge bauen. Wir können Dinge erschaffen. Wir wurden belehrter und weiser als die Tiere dieser Welt. Und das wurde in der Schöpfungsgeschichte in Genesis schon, kann man das herauslesen. Und trotzdem steht es im Vers 13 drinnen, denn Gott wird das Eitle sicher nicht erhören und der Allmächtige wird es nicht ansehen. Und obwohl wir weiser sind als die Vögel und Tiere, obwohl wir vielleicht uns schöner bekleiden können, wer für Gott hat vielleicht, ist die Frage, sind wir demütiger deshalb? Sind wir, wenn wir mehr haben, demütiger vor Gott? Hier steht, der Eitle hört, Gott erhört die Eitle nicht. Gott erhört den Hochmütigen nicht. Aber er hört den Demütigen. Im Vers 14 steht, nun sagst du gar, du könntest ihn nicht sehen, aber es ist ein Gericht vor ihm, warte nur auf ihn. Es stimmt vielleicht, wir können Gott vielleicht nicht sehen. Wir können ihn vielleicht nicht ins Gesicht schauen. Hier auf der Erde. Vielleicht. Bevor er wiederkommt. Aber nur weil er steht, wir können ihn nicht sehen, heißt es nicht, dass es ihn nicht gibt. Gott ist Geist. Und die den Geist Gottes haben, die können ihn sehen. Die sehen ihn in allen Dingen, in seiner Kreation, in dessen, was er geschaffen hat. Kannst du Gott in den kleinen Dingen sehen? Du kannst Gott nicht in den kleinen Dingen sehen? In den Blumen, in den Bergen. Meine Berge sind sehr groß. In der Rose. In dem Schmetterling, den Marienkäfer, das sind kleine Dinge, in der Ameise. Ja? Wind ist auch schon groß. Wir können Gott auch in kleinen Dingen in unserem Leben sehen, in dem, was er erschaffen hat. Wir können ihn natürlich auch in den großen Dingen sehen. Gott hat, glaube ich, seine Handschrift in vielen Dingen, die er erschaffen hat, auch hingeschrieben. Wir wissen es bei den Gemälden. Jemand, der ein Gemälde malt, signiert es mit seinem Namen, mit seinem Code, mit seinem Zeichen. Und trotzdem, das muss der Mensch machen, damit man das Gemälde ihm zuordnen kann. Deshalb ist die Unterschrift am rechten Eck
ein Gemälde von Tatum. Wer hat es gemacht? Wann hat er es gemacht? Damit man das wiedererkennt. Aber ich glaube, bei Gott ist es so erhaben, der braucht nichts unterschreiben. Er weiß, das ist von mir. Wir wissen das teilweise nicht, dass es von Gott ist. Der Mensch weiß es nicht. Der Mensch weiß ja nicht einmal von sich selbst, dass er von Gott erschaffen ist. Wenn wir als Christus, als Christen, als die, die wir Christus nachfolgen, wissen wir, wer Gott ist, wodurch wir erschaffen worden sind. Aber die Welt, das Weltliche, sie verleugnen das. Sie verleugnen, dass sie von Gott erschaffen sind. Sie sind aus dem Urknall entstanden. Wenn das so wäre, dass etwas aus einer Explosion entsteht, dann müsste durch die ganzen Atombomben, die geschmissen worden sind, ja etwas entstanden sein. Ist es aber nicht. Es ist Zerstörung. Also rein vom logischen Denken her ist eine Explosion, ist es nicht möglich, durch Explosion etwas zu erschaffen, sondern durch Explosion kann nur etwas zerstört werden. Das sind physikalische Grundgesetze. Wenn du zwei große Steine gegeneinander schießt, dann entsteht nicht noch ein größerer, schönerer Stein, sondern er explodiert und viele kleine Stücke. Die Welt verleugnet es, dass sie durch Gott selbst erschaffen worden sind. Und der Herr sagt, ich habe dich im Mutterleibe angeformt. Ich habe dich im Muttersleibe angeformt. Er hat Leben entstehen lassen. Er kennt jede einzelne Person, jede einzelne Gedanken, jedes einzelne Werk, jedes einzelne Wort, das wir gesagt haben in unserem Leben, hat er ein Register. Er weiß es. Er hat es notiert. Es steht geschrieben im Buch des Lebens. Wir kommen zum Abschluss. Es steht, wenn auch sein Zorn so bald nicht heimsucht und er sich nicht so sehr um Übermut kümmert, sperrt doch Hiob seinen Mund vergeblich auf und redet viele Worte ohne Einsicht. Und Elia schließt die Rede ab und sagt, Hiob, weißt du was? Du redest viele Worte, aber hast keine Einsicht dahinter. Denn Hiob hat gesagt, Gott ist gegen mich. Durch Gottes Hand geschieht dies. Elia hat gewusst, das, was dem Hiob geschieht, ist eigentlich so unwichtig. In dem Moment. Gott hat was viel Größeres zu tun. Er kreiert, er erschafft, er arbeitet an viel wichtigeren Dingen. Gott ist es viel wichtig, etwas zu erschaffen, als etwas zu zerstören. Der Teufel war ja dahinter, den Hiob alles Mögliche wegzunehmen, zu zerstören. Und der Hiob hat die Schuld Gottes gegeben. Gott ist gegen mich, Gottes Gericht ist gegen mich. Und sein Drangen war danach, mit Gott ins Gericht zu gehen, um seine Sache vorzubringen, damit er Recht bekommt. Aber der Weg wäre vielleicht gewesen, Herr, bitte, hilf mir. Ich weiß nicht, was mir geschieht. Ich weiß nicht, durch wen. Ich weiß nur, dass es geschieht,
und dass er der Hilfe braucht. Und vielleicht, wenn Hiob mit dem demütigen Herzen einfach zu Gott gebetet hätte um Hilfe, vielleicht hätte er nicht so lange diskutieren müssen mit seinen Freunden. Vielleicht wäre Gott schon früher gekommen und hätte gesagt, hey, das war ja nicht ich. Sondern der Teufel hat dich ein Ei gelegt. Er wollte dich zerstören. Und du warst eigentlich in meiner Prüfung. Eigentlich wollte ich mit dir was machen. Eigentlich wollte ich zeigen, dass du rechtschaffen bist. Aber irgendwie waren deine Worte nicht richtig, sondern deine Worte waren aus deinem Zorn heraus. Vielleicht waren deine Worte aus der Krankheit, aus dem Schmerz heraus. Ich hätte mir doch gedacht, du würdest Worte im Glauben sprechen. Du würdest den Glauben aktivieren, der auch mich vielleicht schneller aktivieren würde. Als in Zorn zu richten, als in Zorn, im Schmerz, in Hilflosigkeit. Vielleicht mit mehr Einsicht würde der Prozess schneller abschließen. Hey, aber trotzdem, Gott liebt uns. Auch wenn wir vielleicht nicht immer die Einsicht haben in der Prüfung. Auch wenn wir vielleicht nicht immer die richtigen Worte haben oder sagen. Gott liebt uns. Und er will, dass wir im Glauben vorangehen, im Glauben die Einsicht bekommen, warum diese Dinge vielleicht geschehen. Und im Glauben handeln. Und nicht so wie Hiob, der sehr hart ins Gericht geht mit Gott. Und auch nicht so wie die Freunde sind, die sagen, na, dir passiert das, weil du Sünder bist. Sondern einfach vielleicht Gott fragen um Einsicht, sagen, hey, was passiert? Was können wir besser machen? Wie können wir die Prüfung bestehen und das Gesicht bewahren? Ich glaube, der richtige Weg ist von Elius zu warten. Ist der Geist innen drinnen schon die Einsicht gegeben hat, die Worte gegeben hat und dann einfach die richtigen Worte sagt. Amen. Herr, danke dir für dein heutiges Wort. Danke, dass du uns zeigst, wie wir vor dir gehen können, vor dir bestehen können, wie wir durch Prüfungen richtig durchgehen, mit dem richtigen Glauben, mit der richtigen Einsicht. Und Herr, bete, dass du uns Einsicht gibst. Nicht nur Weisheit, sondern auch Einsicht in die Dinge. Dass wir richtig handeln, dass wir richtig vorangehen, dass wir einfach deinen Weg gehen, so wie du möchtest, dass wir gehen. Deine Worte sagen, wie du möchtest, dass wir sie sagen. Ich bete für jeden Einzelnen, Herr, dass du ihn segnest, dass du ihn aber auch zurechtweist, wenn er falsch liegt. Ich bete, dass du deine Gemeinde baust, Herr, dass du Österreich segnest mit deinem Heiligen Geist, wo Menschen berührt, restauriert, geheilt und gefüllt werden durch dich in Jesu Namen.